Da sind wir wieder. Mit unserer Abbau-Session 3000. Was wir alles für Müll drin haben. Äpfel können weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann vor allen Dingen weg. Und das kann erstmal weg. Wobei, ganz ehrlich, komm. Hier aus können wir erstmal direkt Dinger basteln. Ungefähr so. Oh, allzu viel. Verdammt. So, weg. Weg, weg, weg. Weg. So. Hab vergessen. Ab einer Dreierhöhe können auch Monster spawnen. Ups. Egal. Wir brauchen definitiv früher oder später mehr Leistung. Ein Durchgang und das Ding ist mehr als halb leer. Und bei jedem Durchgang brauchen wir mehr Energie. Darf man auch nicht vergessen. Akku leer. Oh mein Gott. Ah, diesmal nur 5 bekommen insgesamt. Da, das ist schon echt krank. Ah, das ist schon echt krank. So, jetzt würde ich mal gerne den nächsten Test machen. Erstmal hier. Und zwar, wenn ich jetzt hier die Batterien rausnehme, geht gar nicht, weil wir übervoll sind. Tasche war ja leer. Genau, kann der ganze Scheiß erstmal rein. So. Will jetzt hier Batterien rausnehmen. Und jetzt hier Ding reinpacke. Jetzt müsste der. Also jetzt müsste er vor ihm fertig sein. Oh, schon wieder Nacht? Verdammt. Nö. Ist mit am Tage. What the fuck? Ja, wir haben 8100 EU. Warum geht das Ding leer? Achso, geht gar nicht leer. So, der hat schon so viel, der hat, ja doch, haben scheinbar beide gleich viel. Das heißt, der ist auf jeden Fall ohne Batterie nicht langsamer als er. Das heißt, die Ladegeschwindigkeit hängt wirklich nur damit ab, ob es LV, MV oder HV Batterien sind. HV Batterien wäre natürlich schon richtig sick. Ich glaube, wir bauen uns ein paar. Einfach nur just for fun. Und du kannst sowieso in Mineralien schwimmen. Let's go. Das heißt, wir brauchen. Ach du Kacke, ich habe Angst. Ich habe jetzt schon Angst. Das kann nicht gut sein. Das kann nichts Gutes sein. So, wir haben HV-Batterien haben wir. Wir brauchen 2. Das heißt, wir brauchen 10 MV-Batterien. Das heißt, wir brauchen 50 LV-Batterien. Also brauchen wir erstmal hiervon.
Oh, Alter, mir fällt gerade ein. Wir können die Dinger ja nicht stacken. Wo sollen wir die denn alle zwischenlagern? Oh mein Gott. Oh, das wird heftig. Ja gut, egal. Also hier brauchen wir erstmal 50. Das heißt, wir brauchen 400 Gusseisen. Alter Scheiße. 400 Gusseisen. Ich meine, wie gesagt, ne, man sieht ja schon hier, wir haben einen Arsch voll davon. Und wir brauchen gerade mal zwei Stacks, wohlgemerkt. Das heißt, es sollte kein Problem sein, aber es wird halt ewig dauern. Das Ganze durch die Schleifmaschine zu jagen. Aber die Schleifmaschine ist fast noch das Schnellste. So, und dann müssen wir Messingbarren brauchen wir 100. Ne, 50. 50, das sollten wir locker zusammenbekommen. Die könnte sogar sein, dass wir da schon 50 haben, rumliegenderweise. Da haben wir letztens ein bisschen was gebraucht. Messing, ja gut, nur 48, 38 haben wir. Müssen also noch ein bisschen was bauen. So, Messingstaub haben wir nicht. Nö. Warum haben wir hier Eisen drinne? So, also ist dabei, so kann ich aber gleich mal einen anderen Scheiß hier reinklatschen. So ungefähr. Du auch? Nee, du. Habe ich ein Gold da, Golddust drinne. Aber wer weiß. So, Messing. Wie geht nochmal Messing? Messing geht. Zink und Kupfer. Zweimal Kupfer, einmal Zink. Achso, kann ich auch direkt so machen hier. So, Zink müsste das sein, genau. Und hier ist genau das Gleiche. Und wir brauchen wie viel? Wir brauchen 50. Das heißt, wir brauchen noch 12. Also 8 mal Kupfer und 4 mal Zink. Weg damit. So, und die müssen wir jetzt erneuern, ne? Ja. Dann haben wir das schon mal. So. Ne, Zentrifuge, Legierofen. So, dann haben wir 50 davon. Ja, brauchen wir noch ganz viel Eisen. Hei, hei, hei. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Ei, 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 ei. Wir werden alle sterben halt. Ne? Einfach so. Einfach sterben werden wir. Und jetzt bringt's. Die HV-Batterien sind tatsächlich nur genauso schnell wie die MV-Batterien. Das wäre sad. Das wäre so richtig sad. Das ist ein richtiger Dick-Move. So, jetzt haben wir Ei. Muss ich mal kurz gucken. Ja. So. Wir brauchen zweimal Kohlestaub, denn wir brauchen, um Gusseisen zu machen, brauchen wir erstmal Kohlestoffbarren. Und für Kohlestoffbarren brauchen wir nämlich auch nochmal Kohlestaub und die zweimal Schmiedeeisen. So. Das heißt, wir brauchen zusätzlich zu den 400 mal Eisenbarren. Brauchen wir auch 400 mal Kohlestaub. So, hier ist gleich, brauchen wir auch bloß zwei Stacks, weil hier gleiche Theorie, auch hier brauchen wir diesen Kohlestaub. Das heißt, auch das muss nochmal durch die Schleifmaschine. Was zum Glück überhaupt nicht ewig dauert oder so. Ich meine, es geht wirklich relativ schnell, ja, vergleichsweise. Das, was dann am längsten dauert, ist ja wieder das Einschmelzen und das Alloyen. Das ist schon, ich meine, beim Einschmelzen haben wir zum Glück hier unsere Dingsabums da. Können wir eigentlich auch schon die ersten mit den Beinen anschmeißen hier. Pop. Und pop. Der Rest kommt gleich. So, die haben wir schon mal 50. Und der ist hier auch schon guter Dinge. Da können wir eigentlich auch schon den nächsten hier anschmeißen. Pop. So. Eieieiei. Oh, das wird ein Spaß. So, wir brauchen bei The Way noch zweimal extra. So.
Weil wir immer nur 99 rausbekommen, statt 100. Von daher. Aber wir brauchen ja genau 400. Ich meine, ich könnte jetzt auch nur gucken, was oben in der Kiste drin ist. Da haben wir bestimmt auch noch so eine Eisenschmiedenbaren. Aber so viel, wie wir brauchen, können wir auch gleich alle selber machen. Nochmal neu. Das macht jetzt zeitlich keinen so großen Unterschied. So, die müssen mittlerweile fast voll sein. Ja, ja. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ob der schneller ist. Scheiß drauf. Auf jeden Fall, selbst wenn er schneller gewesen wäre, dann wäre es nicht viel schneller gewesen. Also, das war kaum Unterschied. Von daher. So, jetzt brauchen wir Kohlestaub. Danke. Hä? Halt, fehlt nicht noch viermal? Wait, was? Wir hatten noch. Hä? Ich bin verwirrt. So, hier nehmen wir mal die Hälfte raus und packen die mal hier rein. Weil die ersten Öfen sind schon fertig. Der ist auch schon fast fertig. Oh, Alter, die sind aber auch schnell, diese Öfen. Die sind auch schon fast fertig. Boah. Das sag ich ja, so für normale Technik reicht MV vollkommen aus. Ist halt nur wirklich diese Werkzeuge, die halt ewig zum Laden brauchen. Ist halt wirklich das Einzige, wo sich HV lohnt. Ansonsten alles andere nicht wirklich. So, was brauchen wir? Genau, jetzt haben wir 4 Stacks. Guck ich mal um, ob wir da nochmal 4 so Barren haben. So, das ist Zinn, Schmiedeisen. 1, 2, 3, 4. Gut, dann haben wir das schon mal. So, und jetzt müssen wir bloß noch ganz viel Aloin. Und dazu müssen wir einfach alles reinschmeißen, was wir haben. Dankeschön. So, hier. Immer rein da, immer rein da. Und das jetzt die nächsten 30 Stunden. Das wird ein Spaß. So, können wir schon mal das nächste holen. Brauchen wir eine ganze Menge. Achso, andererseits haben wir ja hier noch eine Menge. Das heißt, da brauchen wir gar nicht mehr so viel machen. Den Rest können wir also direkt wieder zurückpacken. Das sollte reichen. So. Hier haben wir alles wieder raus. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Das heißt dann aber schon mal diese 50 Gehäuse-Dinger, wie die Dinger da heißen. Die Dinger, die haben wir dann schon mal. Und jetzt können wir schon mal gucken, was wir hierfür brauchen. Hier brauchen wir nur Kupferbarren und Zinnbarren. Gibt es noch ein preiswerteres Rezept? Ich meine, Sulfat haben wir auch eine ganze Menge. Aber da brauchen wir wieder auch das Zeug und diese Lead-Ingot, wovon wir auch eine Menge haben, ja. Mal schauen, wie viel haben wir denn? Also die Sache ist, wir brauchen 50, wir brauchen 200 Batterien. Zehn? 50. 200 Batterien brauchen wir. Das ist heftig. Ach du Scheiße. Ja, nee, ist klar. Ich meine, ne, das hier könnte fast reichen. Da haben wir hier relativ viel. Und Blei haben wir auch tatsächlich sehr viel. Okay, könnte sich doch lohnen. Die brauchen wir eh nichts für anderes. Die brauchen wir nur für Batterien. Von daher, let's go. Hat die Schleifmaschine noch ein bisschen was zu tun? Boah, Alter. Wir waren so reich an Bodenschätzen. Doch dann kamen die Batterien. So, dann machen wir erstmal diese Sulfatlump. Oh Gott. Was tun wir hier? Das ist doch krank. Das ist doch nicht mehr normal. Ei. Mm.
Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das Zeug hier geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Ich pack das mal weg damit. Ganz ehrlich, die brauchen wir gerade auch nicht. Die hier auch nicht. Wir können eigentlich gerade alle rausschmeißen, was wir hier aktuell nicht brauchen. Wir brauchen so schon mehr als genug Platz. Hey. So. Oh mein Gott. Läuft doch. Warten wir jetzt eigentlich gerade auf den hier, ne? Genau, auf den warten wir und auch gleichzeitig noch auf den. Wobei, so viel brauchen wir nicht mehr, ne? Wir brauchen ja bloß noch. Genau, der Sack muss noch voll werden. Das heißt, wir haben es fast geschafft. Wie sagen wir davon? 400. Ach nee, genau, wir brauchen 50 Gehäuse und pro brauchen wir ja 8 Stück. Genau, das heißt, wir brauchen 400, nicht 200. Ja, also muss hier alles voll werden mit dem Zeug. Das tut gut. Oh, vor allen Dingen, die müssen wir ja dann nochmal durchschicken, weil ist ja erstmal hier eine Kohlenstoffbarren und wir brauchen ja Gusseisenbarren. Heißt, wir brauchen noch einen Durchgang dann. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. So, die Schleifmaschine ist fertig, das heißt, können wir hier schon mal das Zeug reinklatschen. Und dann können wir das nämlich schon mal einschmelzen, weil hier brauchen wir die Barren von. Von dem Sulfat brauchen wir aber direkt den Staub. Das wird heftig, sag ich euch. Das wird heftig. Oh mein Gott, was haben wir getan? Ich wollte doch nur ein paar HV-Batterien haben. Ein Pärchen. Und alle werden sterben. So, die Frage ist sowieso, ob das reicht. Ich meine, wahrscheinlich müssen wir die letzten paar Batterien dann mit dem anderen Rezept machen. Weil, ne, das reicht nicht ganz genau für 200 Batterien. Aber da haben wir zum Beispiel mal einen Großteil. Und den Rest müssen wir dann halt mit den Kupfer- und Zinkbarren machen. Oder wie das Rezept nochmal war. Aber davon haben wir genug. Ne, wir haben massig Kupfer. Wir haben Zink, haben wir. Ne, was brauchen wir? Zinn oder Zink? Ich habe keine Ahnung, aber wir haben ja alles. Ne, hier oben haben wir es hin. Also, die restlichen Batterien denn so mit dem anderen Rezept hinzubekommen, sollte auch kein Problem sein. Das fühle ich. So, dann können wir hier gleich mal die ersten Öfen anschmeißen. Oh Mann, geht das ab. Oh Mann, geht das ab. So, dann müssen wir überlegen, wo wir die Dinger hinpacken. Ich würde die schon am liebsten hier hinschmeißen, sodass wir dann quasi das wegmachen. Dann kommt hier noch so ein Stück HV-Kabeln und hier rauf kommen dann die beiden Batterien. Das macht wahrscheinlich am ehesten Sinn. Gucken wir mal kurz. HV-Kabel müssen wir noch haben. Eins. Okay, das heißt, Kabel müssen wir auf jeden Fall noch machen. Brauchen wir sowieso viele Rezepte. Ja. So, gerade fertig geworden. Sehr gut, kann direkt die nächste rein. Und hier gar nicht müde werden. Direkt weitermachen hier. Los, zack, 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 zack. Wir brauchen den Stoff. Einmal der Coin. Achso, nicht verwechseln hier. Das eine ist das eine, das andere. Du kannst. Oh, der ist schon fertig.
So. Boah, Alter. Ja. So, das heißt, wir haben denn das Gehäuse, wir haben die Batterien, wobei da gucke ich noch mal. Batterie. Achso, ja, Öl, aber ganz ehrlich, Öl, wenn wir irgendwas zu viel haben, dann Ölextrakt. Das sollte kein Problem sein. Und wir brauchen natürlich auch noch ganz viel Holz. Das könnte tatsächlich ein Knackpunkt werden. Da werden wir erstmal einen Urwald abholzen müssen. Oh shit. Oh shit. Das heißt, ich gehe mal direkt nochmal nach Home. Mine. Und hack hier mal kurz mal Bäume durch. Wie jetzt nichts gewachsen? Leute, was ist los mit euch? Ey, Club ist sackt. Ja, läuft ja gut. Gucken wir mal, was wir hier schon an Holz haben. Ja, wir haben zum Glück relativ viel Holz mittlerweile. Also hier können wir locker den Stack mitnehmen. Hier können wir auch locker einen Stack mitnehmen. Das sollte dann auf jeden Fall schon fast reichen. Denn wir können das zum Glück beliebiges Holz nutzen. Das heißt auch Dschungelholz, was wir sonst für gar nichts gebrauchen können. Hier haben wir kein Holz drin. Und hier haben wir auch kein Holz drin. Achso, mein Gott, das haben wir hier. Können wir eigentlich auch nutzen. Let's go. So, du bist fast fertig. Können wir dich hier schon mal einschmelzen lassen? So. Okay. Dort sieht gut aus. Wie schnell diese Zahl halt kleiner werden, das ist halt schon krank. So. Gut, dann haben wir schon mal ganze Blei für die ganzen Bleibatterien. Wir haben tatsächlich sogar wesentlich mehr Blei als Sulfat. Das ist schon mal sehr interessant. Dann können wir hier tatsächlich ein bisschen was aufheben. Wobei, lohnt sich jetzt eigentlich auch nicht wirklich. Komm, leck Arsch. So, Dankeschön. Dankeschön. Und Dankeschön. So, dann haben wir 400 davon und 300 davon. Das reicht also gerade mal für 66 Batterien. Nee, Quatsch, 150. Ha, okay. Okay. So, jetzt brauchen wir noch Ölextrakt. So, dann würde ich mal sagen, zuallererst brauchen wir das gesamte Dschungelholz auf. Bumm. So, jetzt kommt es nämlich. Alles. Nur 95? Was? Warum das denn? Wir haben noch genug Kulit, wir haben noch. Achso, weil Dschungelholz leer war. Ach ja, ja, die können wir ja nicht stacken. Fuck my life.
Gut, das heißt, achso, zurückpacken geht das auch nicht mehr, weil wir voll sind. Mann. Zum Glück haben wir ein paar Kisten. Let's go. Das war falsch. Mal einfach alle Kisten hier voll. Überall, wo noch ein bisschen Platz drin ist. Bis zum Rand füllen. Bis die Kisten anfangen zu kotzen. Das wird halt so ewig dauern hier gerade. Oh, unser Ölextrakt. So, haben wir hier auch noch Platz? Ah, nee, nicht wirklich. Hier auch nicht wirklich. Scheiße, Mann, dann. Das ist so dumm einfach. Das ist einfach so unendlich dumm. Das kannst du doch keinem erzählen, Mann. Okay, muss ich erstmal reichen. Ist sowieso fast fertig hier. Okay, komm, komm, komm. Okay, gut. So, jetzt brauchen wir LV-Batterien. So, da haben wir. Das sind LV. Brauchen wir ganz viel LV-Kabel. Die LV, da brauchen wir auch wieder Kupfer. Okay, das heißt, Kupfer könnte vielleicht doch ein Problem werden. Achso, hier. Ach, da ist ja noch ein Kupferblock. Okay, na gut. Nevermind. Ich habe nichts gesagt. Papier. So. Papier. Brauchen wir ganz viel hiervon. Nee, oder? Warte mal kurz. Machen wir nochmal Papier. Doch. So, Papier. Ja, ein bisschen Papier haben wir hier. Alles andere ist Plastiksheet, ne? Ja. Okay. Wir brauchen die hier. Und da brauchen die, wir brauchen die hier. Da, wir brauchen davon 50. Wer heißt, wir brauchen 50 Kabel. Für 50 Kabel. Sagen wir mal 10. Brauchen wir also 60 Blätter. Das klingt praktisch. So, 60 Blätter, kommen wir mal 40, dann passt das. Dann machen wir nochmal hier so ein bisschen so bam. So, komm. Ganz ehrlich. Kann man nie genug haben. Einmal, das Zeug reicht vollkommen aus. So. Genau, Kupfer haben wir auch. Das heißt, wir können jetzt die Kabel machen. Einmal so. Einmal so. So. Wir müssen jetzt echt alles in Kabel umwandeln. Das Kabel reichen erstmal. Dafür ist mein Kupfer dann doch etwas zu wertvoll. So, jetzt brauchen wir noch ganz viel Holz schon wieder. Das heißt, wir nehmen jetzt dieses hiervon ein bisschen was, nehmen wir so ein so ein Stack, hier ein bisschen was, ein so ein Stack, nur damit es so ein bisschen so gleich bisschen gedingsert ist. So, jetzt kommt nämlich. Jetzt. Na, wie denn? Da. Also die Gehäuse brauchen wir noch. Ah. 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 Achso. So, haben wir das auch. Genau, die können wir jetzt wieder in die Kisten packen. Da können wir nichts davon gebrauchen. Ah, die doch ein paar Batterien können wir noch machen. Das heißt, wir haben hiervon noch eine Menge. Das heißt, wir können hiervon auch noch genauso viel brauchen. 1, 2, 3. 1. So, jetzt haben wir von beiden noch gleich viel.
Das heißt, den Rest können wir nicht gebrauchen und können die zurück in die Küsten schmeißen. Perfekt. Ja, ist natürlich eine super Verwechslung. Gefahr. Wie diese drei einfach genau gleich aussehen halt, ne? Ist halt alles ein und dieselbe Scheiße vom Aussehen her, obwohl es halt völlig verschiedene Mineralien sind. Das ist halt echt schon hart dämlich. Ah ja. So. Genau. Das heißt, das hier packen wir mal hier unten alles hin. Das brauchen wir für die Batterieproduktion. Kohlestaub brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Die können wir zurück in die Kiste packen. Obwohl, Quatsch, wir haben ja noch einen Legierungsvorgang. Ist ja hier noch lange nicht fertig. An der Stelle hier. So, aber jetzt kommt mich erst der zweite Vorgang. Oh mein Gott, wie wollen ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. So. Butter bei die Fische. Wir haben. Die können wir schon machen. Achso, haben wir ja schon gemacht. Nevermind. Wie viele wir davon jetzt haben? Keine Ahnung. Wir haben ein paar. Ja, okay. Komm, wir müssen jetzt noch warten, bis das Ding fertig ist. Von daher. Ja, bis zur nächsten Folge.